No! Als ob du mich zweimal in einer Runde getötet hat. Türken Gutschu. Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Deep.io. Das Spiel hat ja eine Beta bekommen, die aber nicht so richtig funktioniert hat. Aber jetzt funktioniert es wohl anscheinend. Ich kann die Server besuchen. Und ich dachte mir, ey, das Spiel wird sich so oft gewünscht. Gucken wir uns mal die Beta an. Vielleicht ist das hier richtig cool. Wir können inzwischen viel mehr... Okay, was? Was? Deep.io. Also in der Beta gibt es ganz neue Tiere. Es gibt eine neue Minimap, wie wir hier unten sehen. Und ich wähle mir einfach das hier aus, weil das ist neu. Ich werde mir wahrscheinlich jetzt einfach alle Tiere auswählen, die neu sind. Okay, der ist im kalten Bereich zu Hause. Okay, okay, okay. Ja, die Map ist ja auch ganz anders. Okay, das finde ich aber wiederum ganz... Wow. Das finde ich aber wiederum ganz geil, ehrlich gesagt, dass die Map anders ist. So, sammeln wir mal die Kugeln ein. Ein Eisfisch sind wir. Gibt anscheinend eine Menge neue Tiere hier in der Version. Und generell Sachen, die man erkunden kann. Finde ich aber ganz gut, weil das normale Deep.io ist ja so ein bisschen langweilig geworden. Und es gab so ein paar Tiere, da hat man echt einfach nur rumgegammelt und gewartet. Ja, okay, ich mache jetzt einfach immer nur dasselbe. Und es passiert nichts Neues. Aber hier kann ich jetzt zum Beispiel, ich wähle nur die neuen Tiere aus. Hier kann ich zum Beispiel ein Schmetterling oder was ist da ganz rechts? Ich will wissen, was ist ganz rechts, deswegen will ich mal das. Aber ich glaube, das sieht nicht nach einem Tier aus, was im kalten Bereich lebt. Deswegen gehe ich mal Richtung warmen Bereich. Bevor ich das... Was ist das? Ey, das ist cool. Ganz viele neue Tiere. Holy, okay, was... Okay, und Switch. Was sind wir? Wir können zu einer Kugel werden, aber... Wo sind wir zu Hause? In welchem Bereich? Wir sind immer noch nicht zu Hause. Keine Ahnung, wo das Viech lebt. Keine Ahnung, ich bin so weit nach rechts geschwommen und da war einfach nichts, wahrscheinlich links irgendwo. Aber cool, dass es viele neue Tiere gibt. Das ist übrigens das dritte Video, was ich heute schon aufnehme, was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen kann, weil mein Kanal macht mehr D-Abos am Tag als Mr. Trashpack oder Commander Krieger und habe auch ähnlich so viele Aufrufe wie Commander Krieger. Aber es ist ja okay. Okay, ich gehe jetzt dann einmal nach links. Ich gehe jetzt mal in Richtung links und verwandle mich dann in das Viech. Vielleicht ist links ja die richtige Richtung. Rechts war es ja nicht. Das heißt, links muss die richtige Richtung sein. Oder lebt er in der Tiefe? Kann das sein, dass er in der Tiefe lebt? Das, okay, das probiere ich gleich mal aus. Tiefe ist meine nächste Strategie für das Viech. Okay, und Tiefe. Tiefe ist richtig. Ah, das lebt in der Tiefe. Ein Giant Isotop. Aber das ist cool, dass es so eine Kugel werden kann. Aber was bringt das? Oh, das ist schon cool. Das ist schon cool. Neue Tiere. Ey, Leute, seid ihr ein bisschen gehypt eigentlich auf die Version? Oder eher so gar nicht? Weil ich glaube, ich bin irgendwie der einzige YouTuber, der das überhaupt spielt. Die Version läuft jetzt aber recht gut. Der Link dazu ist... Oh. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Okay, was kann ich denn jetzt werden? So viele neue Tiere. Ist das ein Pinguin? Was ist das? Okay, ich gehe erstmal aus der Höhle raus, glaube ich. Ich will nicht in der Tiefe irgendwas werden, was nicht in der Tiefe leben kann. Tier Nummer 2, bitte. Okay, Tier Nummer 2 ist... Ein Catfish! Oh. Oh. Der kann den Boost aufladen, oder was? Das ist ja sick. Das ist ja sick. Ah, ne, der kann verschiedene... Oh. Och, come on. Der kann verschiedene Skills einsetzen. Okay, zum Beispiel kann der Tiere ansaugen und so. Okay, wenn man stirbt, verliert man all seine Punkte oder kann ich wieder zu was werden, was ich... Okay, ich kann zu denen werden. Was bin ich denn jetzt? Little Aug? Und was ist das da rechts? Was ist das? Was ist ein Little Aug? Was ist... Ich kenne mich anscheinend zu wenig aus mit Tieren. Und ich kann Pinguine fressen. Kann ich das? Ja, Mann. Ich habe absolut keinen Grund, die kleinen Pinguine... Das sind auch noch Baby-Pinguine, ne? Die leben hier ganz zu Hause, die warten auf ihre Mutter. Und was mache ich? Ja, ich dachte, kann man mal fressen. Pam. Oh, Moment. Oh, okay. Das macht es immer ein bisschen abwechslungsreicher, was man machen kann. Es gibt verschiedene... Ja, gut. Ist okay. Akzeptiere ich. Akzeptiere ich. Weil vorher war das Gameplay als Vogel immer ultra langweilig. Und wenn es jetzt ein bisschen andere Sachen gibt, die man machen kann, ist das schon ganz cool. So. Und man kann die halt nicht immer fressen, ne? Zum Beispiel, auf den gehe ich jetzt steil runter und den kann ich nicht fressen. Aber den kann ich fressen. Ja, es muss noch ein bisschen optimiert werden, habe ich das Gefühl. Ich glaube, es ist jetzt so, dass Tiere, die stärker sind, auch schneller sind automatisch. Das war vorher nicht so. Vorher waren die, meine ich, alle ungefähr gleich schnell, oder? Und jetzt ist auf jeden Fall so, dass die Tiere, die stärker sind als ich, immer schneller sind. War das vorher schon so? Nee, ne? Oder schreibt einer... Autsch, nein, nein.
Die sagen da, ey, fress mich auf, aber ich sage, sobald ich dahin gehe, ich mag Bäume. Ich auch. Da. Ich versuche jetzt mal einen Cheat-Bonus rauszuholen, warte. Darf ich dich fressen? Ist für ein YouTube-Video. Weil es gibt ja ein paar Zuschauer, die fahren darauf ja so ein bisschen ab. Und da funktioniert es vielleicht. Ich versuche einfach mal. Würdest aber Abos kriegen. Ich versuche jetzt gerade mit meinem YouTube-Fame mir eine leichte Runde zu ergaunern. Er denkt drüber nach. Er denkt drüber nach. Er hat jetzt nichts geschrieben, zeitlang. Bade, fuck, er kennt mich sogar. Ah. Also der Linke hat mich erkannt. Der Linke ist mein Freund. Ich glaubte das aber nicht. Komm, lass mich dich fressen. Ah, jetzt bin ich gefressen. Warum? Ich wollte doch nur meinen YouTube-Fame ausnutzen, um groß und stark zu werden. Okay, was können wir denn jetzt werden? Was ist das denn? Das erste ist, würde ich sagen, eine Robbe. Was ist das? Das vierte ist eine... Ganz ehrlich, Leute. Ich bin ein riesiger Enten-Fan. Ich muss leider die Ente nehmen. Wobei das dritte sieht so viel cool... Ich nehme das dritte. Was ist das? Oh, falscher Bereich, falscher Bereich. Eieieiei. Was ist denn der richtige Bereich? Der kalte Bereich ist der richtige Bereich, okay. You can see animals... Okay, ich sehe Tiere von weiter weg. Es war nicht der richtige Bereich. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein riesiger Rückschritt zu der Alpha, weil in der Alpha wurde angezeigt am Ende, ob die Tiere im kalten Bereich leben können, ob die im tiefen Bereich leben können. Und das haben die einfach rausgenommen. Also glaube ich zumindest, dass es drin war. Kann sein, dass es nicht stimmt, aber ich meine, das war drin. Mega weird. Ja gut, als Tintenfisch kann man überall leben, das heißt, als Tintenfisch kann man relativ schnell Punkte sammeln. Ist halt nur trotzdem super ärgerlich. Lebt man denn in der Tiefe? Zack. Ja, okay. Ah, I get it, okay. Aber was ist ein Barrel Eye? Was ist das für ein Viech? Ey, wir werden viel Spaß mit der Version haben, das merke ich schon jetzt. Ich gucke mir nur erstmal alles an und ich sehe jetzt schon so viele Tiere, die ich richtig interessant finde. Okay, das Barrel Eye ist super. Das kann hier unten richtig viele Punkte einsammeln und man ist halt relativ sicher, weil man sieht halt viele Tiere. Ist schon cool. Ist schon cool. Ja. Ja, doch. Ich fühl's. Ich fühl diese Version. keine Ahnung, was das ist. Hat er mich gerade. Das ist Türken Gütschu! No! No! Als ob der mich zweimal in einer Runde getötet hat! Türken Gütschu! Na gut, irgendwann ist man halt auch groß und stark, dann hat man auch keine Probleme mehr, aber aktuell ist es schon sehr kritisch für uns. Ey, aber Türken Uchu muss ich irgendwann töten. So, irgendwann muss ich ihn auch mal fressen, einfach nur als Rache, dass der mich schon zweimal fertig gemacht hat. Okay, das zweite Tier sieht interessant aus, aber ich glaube, ich werde zum Rochen. Oder zum zweiten Tier, was ist denn das zweite Tier? Nehmen wir mal das. Pufferfisch lebt. Ja, der lebt hier oben. Okay. Aber nicht im kalten Bereich. Nicht im kalten Bereich. Spiel, der lebt nicht im kalten. Der Kugelfisch lebt nicht im kalten Bereich. Bitte jump weg. Oh, der kann überhaupt nicht jumpen. Bitte sterb jetzt nicht nochmal. Spiel, zeig mir doch einfach an, in welchem Bereich das Viech lebt, bevor ich so einen Helden-Move machen muss. Dann blockt er mich. Nein, Mann! Leute, ernsthaft, ernsthaft, ernsthaft! Zeig mir doch an, was das für ein Tier ist, bevor ich raten muss! Gut, das hätte ich halt wirklich wissen können. Okay, das ist aber das Update von Deep.io. Ich finde richtig cool, viele neue Tiere. Ja, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum nicht einfach angezeigt wird, okay, dieses Tier mag kalten Bereich, das und das, bevor man es anklickt.
Das macht halt einfach gar keinen Sinn. Das macht sehr einsteigerunfreundlich, ehrlich gesagt. Aber ansonsten, wirklich cool, dass es so viele neue Tiere gibt. Feier ich ein bisschen. Ich werde auch weitere Videos dazu machen. Und dann würde ich aber sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao. Limp, 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 limp